Hallo und willkommen zurück bei Capital. So, jetzt müssen wir erstmal unser Inventar aufräumen. Beim letzten Mal haben wir ja sehr schön alles hier auseinandergenommen. Haben wir zufällig Eisen dabei? Ich glaube, wir haben kein Eisen. Nein. Gut, dann räumen wir erstmal auf. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal wieder sehr viel Platz im Inventar. Wir haben zweimal Öfen, ist jetzt aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Erstmal aufräumen, bevor ich dann nachher irgendwas koche. Ja, ich brauche so einen Teil, aber von B5 bis 8. Aber da muss ich wahrscheinlich erstmal wieder zurückgehen. Habe ich eigentlich eine Kiste, wo ich die besonderen Items reintue? Habe ich jetzt hier drin. Hier Attack Speed. Schnelleres Essen. Nochmal Attack Speed. Hier habe ich hier Rüstungen. Ich brauche unbedingt mehr Truhen. Die Drogen. Wo tue ich denn die Drogen rein? Die verkaufe ich doch normalerweise direkt, oder? Tue ich die hier mit rein? Ich tue die Drogen mal hier mit rein. Was ist das? Drogen. Alles Drogen. Was ist denn eine cooler Creature? Ich habe keine Ahnung. Aber mit dem Halsband kann ich wohl tamen. Tun die erstmal hier mit rein. Goblin Scrap. Was kann ich denn mit dem Goblin Scrap machen? Damit kann ich Goblin Equipment herstellen. Ich tue es erstmal hier mit rein. So, ich habe ganz viele Steinpfeile, das heißt, ich habe noch Pfeile, die kann ich hier mit reinmachen. Das bringen wir hoch, daraus mache ich jetzt Leder. Wo stelle ich denn diese Goblin-Sachen her? Mir fehlt noch die Eisen-Simple-Workbench. Hier habe ich eine Kupfersache. Die Firearms fehlen mir auch. Dafür fehlt mir der Schwefel. Ja, das Ding ist wohl neu. Wenn ich das habe, dann laufen mir meine Leute hinterher.
wie praktisch dieses Ding ist. Von dem muss ich mehr bauen. Aber dafür brauche ich natürlich erstmal Ressourcen. Ich überlege gerade, ob ich kurz hochgehen soll, meine Ausrüstung reparieren. Die Musik ist ultra laut, habe ich das Gefühl. So, die Painkiller behalte ich, glaube ich. Wobei, ich habe Bandagen. So, die Drogen, die will ich verkaufen. Aber erstmal mache ich die Musik was leiser. Teleportieren wir uns zu seinem Labor. Zwei Ironmans. Mir fehlen halt die Materialien, ne? Aber ich glaube, das ist dann die Figur, die ich spiele, oder? So, Goblin Workbench. Genau das ist das, was ich wollte. Die Goblin Workbench. Goblins, once mixed blood, elves living in the underground, eventually evolved into a species that feeds on other humanoid species due to food scarcity. I cannot read. Goblins' daily tools and combat equipment are made from the bones of their prey. They also have a unique steel forging technique. Add bone powder during the smelting process to improve the steel's hardness and toughness effectively. Metal coating made by combining goblin steel forging technique and mutant parasites. Perhaps the spacecraft turbines and pipe will be strong enough for space navigation with this coating. I can hardly wait to start this research. Go and work on the next job. Don't get in my way here. Ein Fusion Pool. Okay, das kostet 20 Bones. Die habe ich natürlich jetzt gerade nicht dabei. Aber die kann ich schnell holen. Dann gehen wir mal gerade die... Hier ist eine Insel, da waren wir noch nicht. Dann gehen wir mal gerade Knochen holen. So, vielen Dank. Was ist das? So, Explosives. Ein Barbarian. Das, zum Island müssen wir wohl mal gehen. Ich weiß nicht, ob das, woher das kommt. Aber erstmal Knochen da rein. Und wir platzieren das Ding. So, das heißt, wir brauchen jetzt Knochen und Monstermehl. Hätte vielleicht vorher gucken sollen. Ich nehme mal zur Sicherheit den Scrap mit. Ich werde wahrscheinlich aber noch mehr brauchen. Ach ja, ich habe ja hier auch noch.
für Haustier. Habe aber keins. Ich brauche mehr Kisten. Viel mehr Kisten brauche ich. Keiner braucht Blumen. Blume muss verschwinden. So, erstmal brauchen wir den. So, was ist das? Ach, damit kann ich Pets leveln. Ein Käfig. Die Traps. Ich habe einen richtig guten Bogen. Hm, 30 Damage. Das wäre besser. Kostet auch Iron. Das wäre besser als mein Schwert tatsächlich. Und eine Goblin Plate. Wolle, Leder, Eisen. Okay, ist für Range. Aber wenn ich hier Eisen habe, damit kann ich schon richtig krasse Sachen machen. Ich muss unbedingt Eisen besorgen. Aber am wichtigsten erstmal hier zack, den reingeknallt, um den hier freizuschalten. So, das heißt, ich kann jetzt einen mehr mitnehmen. Kann ich gerade mal Leder machen, bitte? Maximum. So, 11 Leder. Ich habe nicht genug Eisen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich Eisen sammle. Ich könnte jetzt natürlich hier die Taschenlampe einfach dauerhaft mit reinnehmen. Wieso ist die Dirt Wall hier drin? Die Dirt Wall kommt hier mit rein. Ich muss noch eine Truhe herstellen. Also wir erstellen jetzt nochmal zwei Truhen. Mache ich, glaube ich, hier unten. Ne? Machen wir einfach vier. So, dann stelle ich eine Truhe. Stelle ich hier hin. Da kommen nachher die Seeds rein und Blumen und sowas. Nehmen wir schon mal mit. Die ganzen Seeds. So, dann baue ich noch eine Truhe hierhin und dahin. Eine wird dann für Equipment bzw. Waffen und so. So, hier sind Ressourcen drin. Jetzt holen wir erstmal Waffen und Rüstungen und Munition daraus. Und natürlich auch die hier. So, die kommen hier rein. So, die Special-Dinger kommen hier hin. Munition kommt hier oben hin.
Die Drogen sollen verkauft werden. Jetzt habe ich hier alles durcheinander geworfen. So, das heißt, jetzt haben wir hier noch eine Chest. Können wir das hier nochmal aufteilen? Wir haben hier Baumaterial drin. Also hier haben wir Böden. Hier kommen Wände. Das sind Waffen, die kommen hier nicht mit rein. Die kommen hier auch nicht mit rein. Die kommen auch nicht hier rein. Alles, was gebaut werden kann. So, hier haben wir Erde. Dann machen wir hier Holz hin. Oh krass, ich hatte sogar noch Truhen. So. Das gehört zu Material. Diese Dinger gehören mit zu Waffen. Und der kommt dahin. So, jetzt haben wir es ein bisschen sortiert. Gut. Also, einerseits müssen wir jetzt für Eisen sorgen. Ich muss nur mal gerade hier hin teleportieren, um mir die Drogen zu verkaufen und zu reparieren. Weil ich noch nicht genug Eisen habe, repariere ich erstmal meine Lederrüstung, weil die hat ja eigentlich gute Bonis. Moin. So, reparieren. Einmal bitte das Schwert. Gegönnt. Gegönnt. Ja, es kostet ein bisschen Geld, aber wir haben ja auch relativ viel. Da kann ich mir das erstmal noch leisten. Gut, mehr brauche ich erstmal nicht. So, dann verkaufen wir mal die Drogen. Die sind nämlich auch sehr viel wert. Da habe ich eigentlich meine Reparaturkosten wieder drin. Müsste aber langsam nochmal Essen herstellen. Hast du Eisen? Kohle brauche ich nicht. Salpeter, okay. Kohle. Halt diese Detektoren, ne? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, die Dinger herzustellen. Ich glaube, die kann ich dann hier reintun. Aber Eisen ist ja eher unterirdisch, ne? Hier oben werde ich wahrscheinlich eher kein Eisen finden. Wieso ist da unten ein Lagerfeuer? Egal. Ist zumindest halt. Sollen wir mal zu dieser Insel gehen? Einfach mal gucken. Also wenn ich das hier richtig verstehe, kann ich hier meine eigene Basis bauen. Und mit denen kann ich die hier vergrößern. Also das wäre dann irgendwie, wo keiner hinkommt. Und hier könnte ich dann so mein Paradies bauen wahrscheinlich. Was ist das? Kann ich wieder raus? Ja, okay, dann weiß ich zumindest erstmal Bescheid. Oder war das das Multiplayer-Ding? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist aber auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, ich muss essen.
holen. Ich kann mir natürlich wieder die Suppen machen, aber die geben nicht so viel Dings. Die geben sehr viel Pilze. Dafür muss ich Pilze anbauen. Naja, ich habe ein paar Pilze. Oh, ich brauche Kohle. Na gut, dann holen wir mal gerade Kohle. Ich hatte ja in den Öfen so ein bisschen. Kann ich die splitten? So. Ja, ich weiß echt nicht, ob es hier Unterschiede gibt zwischen dem Eisen- und dem Stein-Ding. Gefühlt ist hier gleich viel drin. Ich will nicht zählen. Bringen auch dieselben Bonis irgendwie alle. Ja, ich muss anfangen, Sachen anzupflanzen, ne? Während der kocht, können wir mal gucken, ob wir wen retten können. Dann gehen wir da mal hin. Nehmen natürlich das Essen mit. Das heißt, ich habe jetzt immer nur Essen für den großen Hunger. Dann gehen wir noch mal langsam hin. Ich glaube, meine nächste Rasse wäre irgendwas, was ultra schnell läuft, weil der ist halt ultra langsam, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Moin. Es dauert aber lang, den zu retten. Kann ich mich eigentlich zurückteleportieren? Nö, schade. Wobei doch klar kann ich mit diesem Stein. Was sind eigentlich meine Aufgaben? Ja, da sind wir ja dran. Da muss ich erstmal viele Dinger besorgen. Okay, wenn ich im Underground Level 5 bin. So, wir haben 1, 2, 3, 4 Betten. Drei Leute hier. Auf jeden Fall, wenn ich Underground 5 bin, kann ich Schwefel finden. So, hier kann ich, glaube ich, runterdicken, ne? Aber da muss ich mir erstmal eine Treppe bauen, sonst komme ich ja nicht mehr hoch, oder? Können ja erstmal hier eine Blume platzieren. Zack. Das nächste Mal, wenn wir eine Blume haben, können wir eine Blume reinmachen. Okay, dann gucken wir mal, was es uns kosten würde, eine Treppe zu bauen.
Oder Sekunde. Ich habe eine bessere. Wir nutzen einfach den Aufzug. Da muss ich keine Treppe bauen. Dann brauche ich aber, glaube ich, Eisen. Ne? Wie viel Eisen brauche ich für 5? 3. Ich glaube, 3 habe ich so. Ich glaube, ich habe insgesamt noch 6. Dann passt's ja. Ach, die Organs, die lasse ich mal dabei. Gut, dann gehen wir auf 5, damit ich auch Schwefel bekomme. Und dann gehen wir mal runter. Wir suchen jetzt Eisen und Schwefel. Horror. Okay. Hier ist also jetzt der Horror unterwegs. Oh ja, die machen auf jeden Fall sehr viel Schaden. Und halten auch sehr viel aus. Okay. Ja, ja. Gut zu wissen. Ist das hier Erde? So, hier hinten ist auf jeden Fall Kohle. Eisen und Schwefel wird gesucht. So, was ist hier dieses Farbige? Eisen, sehr gut. Da ist noch ein bisschen Eisen. Nehmen wir mit. So, schnell was essen, wenn der kommt. Angriff! Alter, hier sind viele. Hier muss ich aufpassen, hier unten. Hier unten wird's gefährlich. Hier raus. Ach shit, da hat er mich doch noch erwischt. Ja, bis ich die Eisenrüstung nicht habe, muss ich hier echt aufpassen. Machen wir dann die Goblin-Rüstung. Aber hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Eisen. Die Frage ist auch, ist das da Kupfer oder ist das schon Schwefel? Wir werden es herausfinden. Ach, guck mal an. Wenn ich Rechtsklick mache, kann ich auch einzeln abbauen. Also es ist doch möglich. Das habe ich ja gesucht. Okay, also es ist doch Kupfer. Gut zu wissen. Okay, hier leben wohl Insektenmenschen. Alter, ich bin tot. Ich dachte, okay, der wird jetzt ja sterben. Aber nein. Ich muss natürlich da wieder runter. Ich habe
glaube ich, aber nichts verloren. Da bin ich gestorben. So, erstmal diesen schnellen Käfer. Der hat mich eben gekillt. Der hält auf jeden Fall viel aus. Okay, die sind echt gefährlich. Hallo. Ich habe zum Glück die größere Reichweite. Das heißt, wenn ich gut anstelle, dann treffen die mich nicht. Muss mir erstmal hier so ein paar genetische Upgrades holen. Wird langsam hier was eng, wa? Das ist eine dicke Lichtquelle. Das ist ja alles doch relativ gefährlich. Ich will nur schnell ein bisschen Eisen sammeln eigentlich und dann will ich hier gar nicht so viel Zeit im Moment verbringen. Wow, der hat gar nichts gedroppt. Hier ist noch Eisen. Direkt vor der Nase. Was bedeutet denn das hier? Ist das hier, dass ich hier immer einen kritischen bekomme nach einer Zeit? Und es wird immer resettet, wenn ich einen hatte. Alter, wo kommt der denn her? Die dürfen nicht zu nahe kommen. Die spawnen hier einfach. Ja, gefährlich. Lol, habe ich das hier übersehen? Hier ist ja auch noch Eisen. Komm, wir probieren das mal. Perfekt, es funktioniert. Hier ist schon wieder einer gespawnt. Wäre schön, wenn die auch Eisen droppen würden. Hallo? Was bist du für ein Riesenviech? Ein starkes Riesenviech auf jeden Fall. Der ist sehr schnell und stark. Habe ich jetzt Loot verloren? Ich denke immer, ich verliere Loot, wenn ich so sterbe. Das Riesenviech ist auf jeden Fall weg, weil ich bin hier gestorben. Ja gut, den kann ich halt noch nicht killen, ne? Ich will ihn killen. Aber der ist einfach zu mächtig. Aber ich will mir hier noch dieses Eisen holen, dann gehe ich erstmal wieder. Und guck mal, wie weit ich mit dem Eisen komme. Das Viech hole ich mir noch. Oh, das ist eine Pflanze oder so. Okay. Erstmal wieder raus hier.
So, ab in den Ofen. Naja, so viel Eisen habe ich jetzt gar nicht bekommen, ne? Ich habe aber ein bisschen Silber bekommen. Ich brauche nochmal einen Ofen. Wo konnte ich denn den Ofen herstellen? Hier, 5 Stein. Es gibt auch unterschiedliche Öfen, sehe ich auch gerade. Ja, dann hauen wir hier mal einen Kupferofen rein, ne? Wobei, das ist der da. Ich brauche einen Furnanz. Das ist ein Furnanz oder so. Stell ich vielleicht hierher. Hier, Furnanz 5 Stein. Gucken wir mal, hier ist kein Furnanz drin. Einfach schon mal Silber gefunden. Ich tue mir mal so ein bisschen was alles hier ins Inventar. Bauen wir mal 2. Hier noch einen hin. Hier ist ja die Tür. Also ich hau den mal hier in die Ecke für Silber. Da käme Gold. Na gut, kriege ich doch ein bisschen was hin. Vielleicht reicht es für eine Rüstung. Jetzt habe ich meine aber so schön repariert. Ich mache das mal so, dass ich den jetzt hier platziere. Mal gerade gucken, ob ich hier den Muschus brauche. Sieht nicht so aus. Na gut, hier steht ja auch Cooking Ingredients. Hier steht Crafting. Dann tue ich den Steinofen hier nochmal mit rein. So. Nimm auch das Silber mit. So, hier könnte ich eine normale, bringt nur 16. Dann nehme ich doch lieber dieses Ork-Zeug. Erstmal Eisen-Furniture, dann habe ich den durch. Schön hier in die Ecke. Dann haben wir den auch schon mal erledigt. Silber kann ich schon. Ich kann schon die Silber-Workbench bauen. Shelter Facility ist da unten, habe ich schon.
Krass, dann fehlt nur noch die Gold. Die goldene. So, dann kann ich die Workbench hier hinstellen. Ich kann auch hier schon mal die Kohle reinmachen. Dann ist sie da theoretisch schon mal drin. Hier könnte ich dann eventuell später die Lederrüstung reinmachen. So, den Silber brauche ich jetzt erstmal nicht. Den Muschus brauche ich auch nicht. Die werde ich jetzt auch nicht brauchen, genauso wenig wie die. Steine auch nicht. Silber brauche ich, Goblin brauche ich. Ich glaube Leder und Wolle. Holz, Kupfer, Knochen brauche ich auch. Gucken wir mal, wie viel ich von dem Goblin-Zeug herstellen kann. Also ich würde so gern erstmal die Platte. Oder gibt es da einen Unterschied? Attack Speed. Dann nehme ich doch am besten die hier, ne? Anstatt die hier. Null. Auch null. Null. Wir haben alle null. Das ist natürlich bitter. Fünf Prozent. Ja gut, meine ist trotzdem besser. Also die hier ist trotzdem besser als die hier. Auch wenn die alle null haben. Ich will jetzt aber auch nicht mein Eisen verschwenden, um mehrere Sachen herauszufinden. Ich kann mal gucken, ob ich mir ein Pad mache. So, jetzt bin ich auch so ein Goblin. Ein Goblin-Schwert wollte ich noch machen, genau. So, wenn ich jetzt wüsste, ob ich meine Leute ausrüsten könnte, dann könnte ich denen die Sachen geben. Weißt du was, wir haben hier noch eine Truhe übrig. Ich mache hier alte Ausrüstung von mir rein. Ich würde auch gerne meine Tools upgraden. Ja gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.